Nun also doch, die Große Koalition in Deutschland hat sich darauf geeinigt, Elektroautos sollen künftig gefördert werden. Was sich erst wie eine gute Nachricht anhört, ist im Nachhinein dann doch eigentlich ein ziemlicher Blödsinn. Denn so gut diese Förderung ist für den Absatz von Elektrofahrzeugen, ist sie dann einfach zu kurz gedacht. Denn wie kann man denn auf der einen Seite den Diesel subventionieren und auf der anderen Seite Elektroautos? Also beides gleichzeitig macht keinen Sinn. Denn gerade die Diskussion um die blaue Plakette hat ja auch gezeigt, der Diesel in seiner jetzigen Form, es hat eigentlich seine besten Tage hinter sich. Der Stickoxidausstoß ist zu hoch und eigentlich lohnt es sich nicht mehr ernsthaft, auf diese Technologie zu setzen. Vielleicht sollte man stattdessen die Subventionen des Diesels runterfahren, dafür die Kaufprämien für Elektroautos erhöhen und meinetwegen auch für saubere Plug-in-Hybride, um die Langstreckenfahrer nicht auszuschließen. Und hat dann vielleicht mal ein Paket, wo Deutschland sagen kann, wir sind bei der Technologie auch wieder vorne mit dabei. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir auf unsere Straßen gucken, da fahren Golf, Passat und was auch immer alle noch mit Dieselmotor kräftig rum. Gucken wir nach Kalifornien, wo gerade die Welt verändert wird mit Google, mit Facebook, mit Apple und halt auch mit Tesla, sehen wir, da ist gefühlt jedes zweite Auto auf der Straße entweder ein Hybrid oder ein Elektrofahrzeug. Da funktioniert das Ganze schon. Natürlich auch wegen staatlicher Subventionen, die wir nur in Deutschland haben. Allerdings hat unsere Politik meiner Meinung nach einen zu kleinen Schritt gemacht. Und ich würde mir wünschen, seid doch ein bisschen visionär, traut euch was, setzt alles auf eine Karte und fördert die Elektromobilität richtig. Denn nur dann wird Deutschland und seine deutsche Autoindustrie weiter weltweit führend sein.